Ihr wollt schon immer gerne für unser Land beten, ihr tut es vielleicht schon. Ich lade euch ein, mit uns zu beten entlang dieses ehemaligen Todesstreifen, um dort Gottes Liebe, Gottes Versöhnung und Gottes Herrlichkeit und seine ganze Freundlichkeit dort betend unter die Menschen zu bringen. Mich drauf, gemeinsam unterwegs zu sein, zu wandern und gemeinsam für unser Land zu beten. Gott hat Wunder gemacht unter uns. Er hat das Wunder der Einheit geschenkt. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen uns war, unser Land getrennt hat. Aber wir wollen dafür beten, dass diese Grenze auch in den Herzen und in den Köpfen der Menschen noch mehr fallen kann und dass Versöhnung stattfinden kann, unser Land heil wird. Eine Sache, die uns sehr, sehr wichtig ist, gerade weil wir auch die ehemalige Grenze laufen, ist diese Einheit im ganzen Land zu sehen. Und ich freue mich darauf, was Gott einfach vorhat, gerade während dieser Gebetswanderung. Weil wir werden laufen und beten, aber was wirklich passiert ist, dass Gott mit uns läuft und dass er durch die Worte, die wir sprechen, Wunder tun wird. Und du kannst mit dabei sein und kannst erleben, wie durch dein Gebet etwas verändert wird in Deutschland. Haben sich überall im Osten Leute versammelt und haben gemeinsam gebetet, dass die Mauer gefallen ist. Und jetzt, 25 Jahre später, haben wir die Chance für eine geistliche Wende zu beten im Land zusammen, Ost und West gemeinsam. Ich habe rund 30 Jahre meines Lebens in der DDR verbracht und ich bin froh und dankbar, dass wir heute ein gemeinsames Deutschland haben und dass aus diesem Streifen des Todes jetzt ein Weg des Lebens wird, den wir miteinander gehen können und wo wir uns an Gottes Liebe freuen können. Das ist einfach super toll.